Du magst das Gefühl, wenn eine Schnur zwischen deinen Schamlippen und Pobacken klemmt und möchtest deinen Umkreis mit deiner Schönheit beeindrucken. Hallo, liebe Leute, hier ist wieder euer Internetarzt und ich zeige euch die dunkelsten Ecken des Netzes. Ich hoffe, ihr kennt schon testedich.de, die Quiz- und Testseite, eine spannende Reise ins Ich. Was kann man hier machen? Natürlich, was jeder vernünftige Mensch macht. Man gibt besonders reife Begriffe in die Suchleiste ein. Wie gut kennst du deine Vagina? Geht. 12 Fragen, ist dein Penis zu klein? Wie groß ist mein Penis? Hä? Müssten wir da nicht einfach nach, statt auf Teste dich zu gehen? 110.000 Mal aufgerufen! Wie groß ist mein Penis? Wie lang ist dein mentaler Penis? Was suchst du in einer Partnerin? Hauptsache geile Titten! Okay, 10 bis 20 Zentimeter. Geschichte, deutsche Geschichte. Ach, come on, Alter. Eva Braun war Hitlers Mutter? Falsch. Warum ist denn hier High School Musical abgebildet? Was ist denn das für eine Scheiße? Adolf Hitler Quiz. Du hast schon richtig viel Ahnung. Prima. Und dann die Larven hier dazu. Halt's Maul. Da steht gar nicht, wie viel ich richtig hatte. Ich habe meine Frau betrogen in Afrika, Nordostasien. Das liegt neben Umen in der Stadt Yakari und kleiner Donner. Wir züchten dort Atomwaffen und Pferdehaare. The fuck? Hallo, ihr hättet schreiben sollen, dass Hitler ein Mörder ist, verdammt. Das war zu einfach. Uff, 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 oh, okay. Welche Art von Slip passt? Ey, das ist doch so dumm. Welche Art von Slip passt zu dir? Und dann sollst du denen sagen, was trinkst du normaler? Was trägst du? Und was sind denn normale Slips? Was trifft er auf dich zu? Meine Scheide ist relativ klein. Ich rasiere mich regelmäßig. Was ist das? Ich rasiere mich. Mein Po ist sehr groß. Und ich rasiere mich. Ich habe große Schamlippen und bin unrasiert. Vor allem die Scheide. Die Scheide ist doch der Kanal. Was hat denn der Kanal für eine Relevanz bei der Unterhosenwahl? Wie alt bist du? Oh, guck mal. Jetzt bin ich ja ganz knapp aus dieser Scheiße schon raus. Nee, hä? Was ist denn das? Was ist denn, warte mal, was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Scheiße? Läufst du manchmal, möchtest du deinen Freund beeindrucken, wenn du keinen hast, wähle ja bestimmt. ein klitzekleines bisschen. Ich mag es, wenn man so viel wie möglich von meinem Po zu sehen ist, aber meine Scheide muss beschützt werden. nur eine Schnur darf sich durch mein... nur eine Schnur darf durch meine Scheide ziehen. Das hört mich an und reicht mir als Sichtschutz. Mein Slip muss wie eine Hose sitzen, aber meine Scheide soll weich gebettet sein. Okay, also es wird jetzt immer schwerer für mich zu beantworten, muss ich sagen. Strebergesicht sagt, das Quiz hat doch bestimmt Dieter 67 erstellt. Ich glaube auch. Naja gut, ich bleib dann wohl hierbei. Dieses Profil hat ein 7%. Du solltest Panties tragen, wenn du willst, so viel wie möglich Bauchfreiheit haben und das Gefühl einer Hose haben. Deine Herodes hatte folgendes Ergebnis. Du trägst am liebsten normale Slips, denn du magst es nicht, Haut zu zeigen. Du hast wahrscheinlich große Schamlippen, die hier besser hineinpassen und du willst deinen Pflaumen verstecken. Außerdem bist du wahrscheinlich noch jünger oder schon älter. In dem Alter reicht ein normaler Slip völlig.